Also das Projekt ist an sich Ende 2008 entstanden. Das war eine Studienarbeit von zwei ehemaligen Kommilitonen hier. Wir dachten sich, Mannheim ist die Stadt des Automobils, hier wurde das Automobil erfunden. Und die Formula Student bei dem Projekt, wo wir mitmachen, die gibt es schon relativ lange, weltweit und auch in Deutschland jetzt schon ein ganzes Stück. Das heißt, haben sich viele Teams schon gefunden und da kam einfach die Idee, dass wir in Mannheim sowas eigentlich auch brauchen. Und Ende 2008, Anfang 2009 haben wir uns erstmal als Verein gegründet, das ist jetzt der Delta Racing Mannheim e.V. Und im Hintergrund sehen Sie unser Erstjahreswagen, der dann im letzten Jahr fertiggestellt wurde, mit dem wir dann letztes Jahr auf dem Hockenheimring waren. Hauptteil. Ob in Haiti, im Iran, in Chile, Japan, Pakistan, die Erde zittert immer wieder, reißt selbst die dicksten Mauern nieder, zerbröselt Häuser, Straßen, Brücken, zerstört gar Kraftwerke, Fabriken. Man fragt sich bei all den Gewalten, wie wir es denn hierzulande halten mit solchen schrecklichen, schlimmen Beben. Kann es die denn auch in Deutschland geben? Der Laacher See, ja, er ist noch aktiv. Denn unterm See nicht allzu tief, da ist die Erde weiter heiß. Und jeder Geologe weiß, irgendwann wird es passieren. Das Ding wird wieder explodieren, so heftig wie der Krakatau. Nur wann, das weiß man nicht genau. Zu unserer Lebzeit unwahrscheinlich. Auf Dauer aber unvermeidlich. Und wenn der Ofen wieder kracht, dann Deutschland. Liebes Deutschland, gute Nacht. Wir stehen jetzt vor einem Quengelregal und da sind 100 solche Eier. Und Ihr Problem ist, Ihnen fehlt in Ihrer Sammlung noch eine ganz bestimmte Minifigur. Die grundsätzliche Idee dabei, die ist ganz einfach, so wie alle genialen Ideen ja eigentlich immer ganz einfach sind. Unser Kind braucht einen Computertomograph, ne, um in das Ei mal hineinzuschauen, bevor es es kauft. Ja, das wird ganz klar ein Ei. Na ja, gut, das wussten wir schon. Also wir wollen jetzt in das Ei ja reingucken. Also da fehlt mir jetzt echt ein Stein vom Herzen. Jawohl, es ist das blaue Monster. Also irgendwie finde ich, nach dieser Bestrahlung schmeckt die Schokolade noch besser. Wir werden Ihnen hier eine Mehlstaubexplosion zeigen und da möchte ich Sie kurz einmal einleiten, was wir überhaupt machen. Das heißt, es wird zu diesem Zeitpunkt nach 20 Millisekunden das aufgewirbelte Gemisch gezündet. Wir haben den Staub eingefüllt, oder besser gesagt, das ist Maisstärke, das sind ungefähr diese Menge, das sind 70 Gramm. Und diese 70 Gramm befinden sich in einer kleinen Schale am Boden dieses Behälters. Dann wird in diesem Behälter
der wird gefüllt mit Druckluft mit 20 Bar. Und wenn die 20 Bar erreicht sind und der Heschmied dann zündet, dann wird dieses Magnetventil für 20 Millisekunden geöffnet und danach passiert die Zündung. So, ganz ruhig. Okay. Ich werde das Wort Zündung rufen. Zündung!